Hallo, schau mir in die Augen und ich sage dir, wer du bist. Ein Verfahren, das wir hauptsächlich in den Praxen vieler traditionell arbeitenden Heilpraktiker antreffen, ist die Befundermittlung aus dem Auge, die Irisdiagnose. Aus der Regenbogenhaut der Iris lassen sich sowohl konstitutionelle als auch spezifische Krankheitsursachen ablesen. Dazu prüft ein Irisdiagnostiker zum Beispiel die Organzonen und Färbungen einer Iris auf energetische Schwachstellen und Heilpotenziale. Hier ein Beispiel zum Beschwerdebild Verstopfung. Im linken Bild ist die Zone, welche die Funktion des Magen-Darm-Trakts anzeigt, relativ eng. Dies kann unter anderem ein Hinweis auf einen verkrampften Darm sein. Im Gegensatz dazu sehen wir im rechten Bild eine wesentlich weiter ausgedehnte Zone. Irisdiagnostiker sehen darin ein Zeichen von Kraftlosigkeit des Organbereichs. Obwohl beide Patienten unter dem gleichen Beschwerdebild unter Verstopfung litten, bekam jeder von ihnen eine andere Therapie. Der Patient mit der linken Iris krampflösende Tees und Bauchwickel zur Entspannung. Dem anderen wurde eine Meierkur und ein Rezept mit tonisierenden Heilpflanzen verordnet. Die Irisdiagnose kann sehr viele ergänzende Hinweise über einen Patienten liefern, die sich mit der modernen Medizin nicht ermitteln lassen. Inwieweit eine Anwendung oder welche Art der Augendiagnose für Sie persönlich sinnvoll ist, besprechen Sie bitte mit Ihrem Therapeuten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.